Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Kingdom and Castles. Während ich quasi meine Aufnahme umbenannt habe, unsere vorher natürlich aus Versehen gelöscht habe und sie wiederherstellen musste und erstmal Pickup suchen musste, haben die hier noch fleißig Holz und Stein abgebaut, weil ich es weiterlaufen lassen habe. Das ist ganz gut. Da können wir nämlich jetzt hier erstmal unsere Windmühle machen. Stand ja auf der To-Do-Liste ganz oben. Damit wird nämlich mehr Essen auf den Feldern produziert. Das ist ganz praktisch. Wir wollten einen Tresorraum noch bauen und dann mal gucken. Wahrscheinlich auch noch mehr Häuser könnte man bauen. Ach ja, genau, so ein Verteidigungsturm. Was brauchen wir denn hier? So 50 Marmor. Nun gut, dann warten wir die 50 Marmor auch noch ab. Und hier, jetzt ist die Windmühle in Betrieb und hier steht: Improved Productivity of Farms Adjective does not affect Orchard. Ich bin jetzt nicht perfekt in Englisch, alles nach einem Komma, weiß ich nicht, was es bedeutet. Das davor dürfte so viel bedeuten, dass pro Feld einfach mehr hergestellt wird. Ja, hier, Base Output sind 6, Medium soll viel, also hier der Boden plus 2 und Windmühle plus 3. Also das ist schon echt nochmal 50% auf den Grundwert drauf. Und fast 33% mehr auf den Output, den es ohne die Windmühle gäbe. Also mit dem Soil und dem normalen Base Output und so. Wobei das mit dem Base Output schwachsinnig ist, weil man kann das Essen nicht auf unfruchtbares Land setzen. Das geht nicht. Es ist also. Naja. Der Bonus ist nett, aber den hätte man. Ach doch! Das macht schon Sinn, weil auf diesem Boden hier, der ist nochmal fruchtbarer. Das ist der Very Fertile und das hier ist nur Fertile. Wird es wahrscheinlich nochmal einen höheren Bonus geben. Also von daher. Doch ganz gut. Masterworks plus 2. Ach, die haben abgelevelt. Die haben upgelevelt. Und so langsam reicht das trotzdem nicht mehr. Wir brauchen noch mehr Essen. Essen, Essen, Essen. Dann bauen wir hier einfach mal irgendwo ganz schnieke das Ding hier hin. Das machen wir hier hin. Haben die trotzdem nicht so einen weiten Laufweg und auch direkt neben den Häusern. Und dürfte auch noch in der Reichweite vom Brunnen. Natürlich nicht. Nicht in der Reichweite vom Brunnen. Aber es macht nichts, weil ich glaube, die rennen da trotzdem hin, brauchen halt einfach nur dementsprechend länger. Wir haben ja 28, 19 Arbeitslose, 52 Leute arbeiten hier und 61 Bettenhamer. Haben wir irgendwas außer Betrieb genommen? Nein. Das heißt, wir machen jetzt erstmal noch einen zweiten Förster hier hinten hin. Holzi, Holzi, Holz. Ich und mein Holz. Der Förster. Nein, das ist ein Stockpile. Der Förster. Okay, Tufa, Fay. Bin ich blöd. Ist wieder gelöscht, die Eingabe, Junge. Dann können wir das hier nämlich demolischen. Falls hier doch noch Bäume wachsen. Wollen. Tun. Jetzt haben die aber von hier drüben bis dahin einen weiteren Weg. Kann sein, dass sie das hier ablagern. Ich don't know. Jetzt haben sie 64 Essen. Gut. Oh, Base Output 24. Ey, das ist ein Vollwurf, Junge. Na ja gut, obwohl 24 ist ja quasi auch nur so ein Viererfeld und 4 mal 6 sind ja 24. Aber hier drüben hast du halt noch diese Bohnen, die Bonis. Das heißt, ja gut, aber durch die Windmühle, verbraucht ein bisschen mehr Platz. Aber bringt doch mehr. Ja, keine Ahnung. Ich mach's einfach nur, damit auch mal anderes Essen drin ist. Und weil das nicht so viel Platz wegnimmt wie das hier. Na, ist halt ne. Ja. Hat auch ein bisschen was mit der Optik zu tun. Oh, hier daneben könnte man dann sogar direkt noch eine Windmühle. Lol. Nice. Mache ich das jetzt direkt oder erst schwer? Jetzt fangen die an, mein Essen abzufackeln. Was soll denn das? Kein gebraten Mittag heute. Hier hinten könnte man dann schon Irone abbauen. Und hier oben, oh, hier unten auch, ist vielleicht sogar der bessere Platz. Können wir denn schon? Ja. Ups. Ich glaube, das machen wir dann sogar direkt. Irone meine. So. Aber da bauen wir dann hier auch noch ein Stockpile hin. Einfach nur, damit sie nicht so weit laufen müssen. Hier können wir noch einen Förster hinstellen. Muss ich da noch einen Weg verlegen? Ja, natürlich muss ich noch einen Weg verlegen.
Obwohl, das ist schwachsinnig. Gehen wir lieber noch eins runter, da können wir dann nämlich da auch quasi zwei breite Häuser hinbauen. Also Häuser, die zwei Blöcke breit sind. So, und da ist die Förster. Gut. Hier könnte man überlegen, vielleicht sogar noch Häuser hinzubauen. Ist aber bedeutend, dass wir dann auch echt gleich noch ein bisschen mehr hier so an Essen auch arbeiten. Dass wir hier so Felder aufbauen und eine Windmühle dahin. So, bauen wir einfach noch eine Cottage. Und jetzt bauen wir hier noch Felder. Sieht ein bisschen komisch aus, weil das so versetzt ist. Warte mal. Das ist schwachsinnig, weil da haben wir dann hier... Ne, warte mal, das ist sogar praktischer, weil da haben wir hier zwei very fertile Dinger. So. Ich brauche da noch einen Weg, damit ich da... Ach ne, brauche ich gar nicht, oder? Kann ich das hier... Natürlich da gerade nicht. Gut, dann bauen wir halt hier noch einen Weg runter. Kann man dann auch so mit dem verbinden, damit es ein bisschen cooler aussieht. Da passt dann hier ein 4x4 Gebäude rein. Bin mir noch nicht so ganz sicher, was für ein Gebäude. Oh, wir haben mittlerweile 57 Leute und 97 Betten. Langsam lohnt sich der Tresorraum auch. Aber ich will erstmal eine Windmühle. Eine windige Mühle. So. Was kostet der Drescher rum? Das können wir schon leisten, okay. Den packe ich da hinten hin. Und, ja, im Gegensatz zu der Anfangskasse hat die sich schon verändert. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur an den, also, ich weiß, dass an den Stadtlevel-Abgab liegt, den wir letzte Folge bekommen haben. Da wurde das hier ein bisschen größer und schöner. Und ich weiß nicht, ob der Treasure-Raum jetzt auch noch was daran verändert hat. Wir müssen uns auch langsam um eine Verteidigung kümmern. Die könnte man dann eigentlich hier hinstellen. Oder hier hin. Da wird nämlich hier beschossen. Wenn Wikinger oder wenn Wikingers kommen oder so. Ich glaube, ich baue das tatsächlich dahin. Wir machen das dann 3 oder 4 hoch, vielleicht sogar 5. Ich weiß gar nicht, wie tief die Leute schießen können. Attacks enemies that come within the range. Range increase the higher the tower. Das heißt, je höher der Tower, desto increase heißt das. Wird das kleiner oder höher? Ich kenne das aus Graphen, aber die gucke ich mir nie auf Englisch an. Die gucke ich mir einfach auf Deutsch an. Oder in Mathe war es ja auch immer auf Deutsch oder bei mir im Studium. Aber ich glaube, Increase heißt... Ich kenne es eigentlich nur unter starker Veränderung. Ich gucke mal kurz im Internet. Im Internet. Increase. Ja, lernt man nämlich. Ich habe gerade außersehen die Aufnahme beendet, aber ich glaube, ja, weil ich bin im Browser außersehen auf F11 gekommen und F11, damit beende ich meine Aufnahme in OBS. Müsste, also Increase heißt Steigerung. Ich glaube, das habt ihr noch mitbekommen. Was habe ich danach gesagt? Genau. Das heißt, wenn wir den höher bauen, erhöht sich die Reichweite. Attacks enemies that come within range. Range increase the higher the tower. Ja, Tatsache. Je höher der Tower, desto höher ist die Reichweite. Cool. Da gucken wir mal, wie weit hoch man bauen kann. Denn es gibt auch eine Steam-Errungenschaft, das seht ihr hier gar nicht. Und zwar heißt die Tower of Babel. Build a tower reaching the heavens. Die Heavens sind ja relativ flach, das sieht man sehr. Ich habe es jetzt gerade so hoch gebaut, wie auch das Castle ist. Not enough support to build this high, Shire. Build the wanting blocks first. Aha! Aha! Okay. Das heißt, wenn man einen Turm da oben bauen will, braucht man quasi eine Mauer, die ähnlich hoch ist. Das ist voll nice, diese Einschränkung, muss ich sagen. Da wird man quasi dazu gezwungen, eine Mauer zu bauen. Weil ich habe das bisher einmal gemacht. Ich hab's aber nur um die halbe Stadt geschafft und hab dafür garantiert 3 Stunden gebraucht, um die Ressourcen zu sammeln.
Vor allem noch mit den Steuern und so, weil ich aufs Wasser bauen musste, weil ich keinen Platz gelassen habe, so wie hier. Bei dem Castle kann man nur auf Boden stellen, aber es gibt auch noch so, wie heißen sie? Piers, genau. Die kannst du aufs Wasser setzen und dann kannst du auf die Piers was draufbauen. So, mein Gott. Ein Gold pro Einwohner. Muss reichen. Meine Quenne. Sollte ich mir da vielleicht noch eine zweite bauen? So eine große Quenne, wie die ich hier hinstelle, wenn die Bäume abgepflanzt sind. Ich glaube, ich mache mir gleich eine Zigarette an. Ich habe übrigens gerade erfahren, dass ich schon 8 Minuten aufgenommen habe, weil ich unterbrochen habe. Und ich bin sowas von schlauer. Ich habe hier eine Tastatur von Logitech, die G510S. Ja, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber auf dem Display kann man sich einen Countdown einstellen. Und man könnte auch ganz genauso gut eine Stoppuhr oder man könnte auch einfach mal auf die Uhr gucken, wann man mit der Scheißaufnahme beginnt. Das ist halt, weil ich so unregelmäßig Videos mache, achte ich halt nicht darauf. Und ich will die Videos auch nicht so überlang machen. Zum einen werde ich gern eine Begrüßung und eine Verabschiedung in den Videos. Und ich muss dann auch nicht beim Schnitt drauf achten, wo ich schneide, so dass halt das nicht komplett behindert ist, wie ich quasi das Video beende und dann im nächsten Video, weil liegen ja manchmal Tage dazwischen, wie meine Videos kommen, dass man da in irgendein Thema reingeworfen wird oder mitten in meinen Satz rein oder auch so beendet wird, das ist halt nicht so schön. Essen dürfen wir jetzt erstmal genug haben und zwei Quenneries. Die große, wie viel speichert die denn? Stores a lot of food, farmers bring food here to. Food that can't be stored by the end of winter is lost. Also gleich fertig in. Das war aber. Oh, wir haben auch 72 Holz und ich bin der Meinung, das Tree, wir sollten hier noch eine Quarry dran bauen und vielleicht auch auf der anderen Seite. Ich meine, Stone Deposit Quartz, Stone Deposit can only support two Quarries. Ah, okay. Bin ja froh, dass es schon mit zwei Quarries überhaupt geht. Aber wenn die Folge halt eine Überlänge wird, der macht auch nichts. Ich glaube, ein 20-Minuten-Video. Ich brauche hier nicht so viel Megabyte pro Sekunde bei dem Spiel. Wie weit wollen wir das haben? Ich denke mal, knapp eine Gigabyte würde das schon sein. Das dauert halt auch schon so. Oh, hier ist ein Feld abgebrannt seine Zeit mit Roland. Na, ja, mal gucken. So ein Video pro Nacht kriege ich eigentlich hin, aber ich lasse. Aber ich weiß nicht. Ehe ich das Video dann mal geschnitten habe und gerendert habe und. Ja gut, meistens lade ich es halt echt auch in der Nacht hoch, nachdem ich aufgenommen habe. Aber bis ich dann das nächste Mal aufnehme, das dauert halt immer ewig. Oh nein, Wikinger. Wir wollen mal schnell hier. Das hier drauf. Vielleicht wird es dann auch rechtzeitig fertig, weil die Wikinger, die brauchen ja, glaube ich, auch eine Zeit. Wo sind sie denn eigentlich? Oh. Schon relativ nahe. War der noch fertig? Oh, der ist schon fertig, lol. Oh, hier unten ist noch ein Förster. Wo ist denn sein nächster Stockpile? Oh, eine gute Entfernung weit weg. So, die Wikinger, die brennen hier ganz gerne an und töten auch Menschen. Natürlich, die scheuen als erstes. Habt ihr mal noch einen Brunnen gesetzt, damit die nicht so weit laufen müssen? Ey, haben die jetzt alle großen Häuser angezündet? Was eine Säcke, ey. Und hauen einfach wieder ab. Zünden an und hauen wieder ab. Das waren die Wikinger, Leute. Ja, seht ihr. Weil die werden nachher auch richtig stark. Die bringen dann teilweise auch Orks mit oder kommen mit 5 Schiffen oder 6 Schiffen. Gut, der kleine Turm hier, der beschützt halt quasi hier so diesen Bereich. Das heißt, ich baue einen Turm noch hier so hin. Dann beschützt er so diesen Bereich und dann noch hier einen hin. So, kann ich denn da schon bauen? Oh, ich kann das überall bauen. Muss ich sagen, finde ich cool. Habe ich total vergessen. So. Da kam das Essen wieder. Jung. Warum höre ich kein Imgen-Sound mehr? Was ist da los? War ich denn gemutet? Oh. Schon die ganze Aufnahme lang. Tut mir leid.
Tut mir leid. Und ich sollte vielleicht doch mal speichern. Safe. Darf ich nachher keinen neuen Spielstand anfangen? Sonst habe ich mein, sonst finde ich meine Aufnahme. Spielstand ja nicht wieder, weil man kann den ja nicht umbenennen, oder? Ich kann die Stadt umbenennen. Ich kann die Stadt umbenennen. Stimmt. Oder geht das? Ah ja, da oben. Ne, ist einfach YouTube. Dann weiß ich Bescheid. Kann ich einfach nochmal speichern. Und jetzt heißt das Ganze auch. Ups. Ah, das heißt YouTube. Ja, wunderbar. Ihr dürft aber ruhig weiterbauen hier. Oder ärgert euch doch schnell. Schon wieder das Feld hier. Was ist denn da los mit dem Feld? Jetzt regnet es und gewittert. So, wir haben ziemlich viel Eisen und auch, oh, wir haben 300 Holz oder so. Da könnte man ja quasi einen Charcoal Maker, weil mit Charcoal und Eisen, also Charcoal ist ja Kohle, damit kann man einen Bäcker betreiben oder auch andere Gebäude und man kann auch Rüstung und Werkzeuge dann für die Leute bauen mit einem Blacksmith. Brauche ich 50 Steine für. Ist ja die Frage, bauen wir erst einen. Ja, wir bauen erst einen Blacksmith und dann Verteidigungsanlagen. So. Wunderbar. Also kann ich mir sogar schon leisten. Nice. So, da brauche ich noch. Ja, ich brauche nichts mehr. Und blub. So, da haben wir erstmal einen Großteil der Region mit Abwehr. Wenn dann die Leute kommen, können wir sie wenigstens ein bisschen beschießen. Eine Bastille bräuchten wir für den Tracken. Ah, aufs Krasse kann man es dann nicht bauen. Okay. Ein Town Square. Ach, da steht da die Quenavi. Brauche ich halt hier hin. Das sind nämlich die Häuser, die wir bisher haben, auch mit dabei. Können wir Festivals machen, da steigt dann die Zufriedenheit. Oh, wir haben 109 Gold. Das heißt, wir könnten dann auch schon Marshorns bauen. Wenn wir denn genug Steine haben. Eine Taverne könnten wir auch schon bauen. Ein Krankenhaus brauchen wir nachher auch noch. Wir bauen aber erstmal eine Taverne. Damit wir was für die Stadtzufriedenheit machen. Wo ist denn hier der Eingang? Ach da. Und hier drüben? Nicht, okay. Wurde so hingebaut. Ich bin mir nicht sicher, ob die Leute rumdöden, wenn sie nicht in ihre Häuser reinkommen. Habe ich noch nie beobachtet, weil ich eigentlich darauf geachtet habe bisher. So. Ach so, okay. Muss also mehr Steinkohle produzieren, damit man. Ah, da hat er schon was geschmiedet. Geschmiedet. Es brennt schon wieder dort. Seht ihr? Fängt einfach grundlos an. Die Windmühle auch. Ist vielleicht viel zu warm oder so. Keine Ahnung. Und das daneben direkt auch. Na klar. Ja, sicher. Alles kaputt gegangen. Brauchen wir neue Sachen. So jetzt. Meine Fresse. Langsam könnten wir uns aber auch um neue Gebäude kümmern. Weil wir haben kein Wachstum in der Stadt und auch viel zu viel Essen. Das ist nur die Frage, wo bauen wir uns hin? Hier hin passen welche. Hier unten auch. Aber ich glaube, ich baue sie hier so hin. Das heißt, erstmal einen Weg pflastern. Und gucken, dass wir hier so Manors hinbauen, also große Häuser. Passen schon mal 25 weitere rein, das ist ganz gut. Komm, machen wir mal ein Festival hier. Da, kleine Häuschen. Geht auch keiner hin. Ah doch. Ah ne, das ist ein Arbeiter. Na gut.
Ist auch okay. Deswegen ist einer dort. 35 Marmor brauche ich dafür. So, sind die Advisors. So, how is someone on it? Wind and poof. Was kann er wohl helfen? War eine Kirche und eine Bibliothek. Mhm. Kriegen sie irgendwann mal. Bauen wir da erstmal noch ein Häuschen hin. Eine Bibliothek kann ich eigentlich tatsächlich schon bauen. Ach ne, weil meine Ressourcen nicht reichen. Wir bauen mal einen Brunnen hier hin. Da werde ich wahrscheinlich eh nichts hinbauen. Und die Straße kann ich hier auch nach unten beenden. Hier könnte ich noch ein Iron-Dings hinmachen. Eine Iron-Mine. Die Bibliothek könnte man hier hinbauen. Ist, glaube ich, nicht schlecht. Oder dahin. Ah, nichts upgrade. Bauen wir sie hier hin, sind erstmal die Manors drinne. Zwar nicht jedes Haus, aber na gut. Man kann ja nicht alles haben. Und tracken. Was zündet der an? Zündet der überhaupt irgendwas an? Ah. Oh, die schießen auf. Das sieht so aus, als würden die nicht treffen, aber da gibt Schaden anscheinend. Löscht das, meine Kleinen. Nein, nicht meine Felder. Ach, die haben zum Glück gerade geerntet. Fire has claimed the cottage. Och, nö. Tut das Not. Boah, mal eine neue. So, 135 Spenden, 111 Einwohner, 6 Arbeitslose. Ein Hospital. Wo man das hin? Das passt hier nicht hin. Das ist das ein 4x4? Ein 3x3er ist das. Na gut, okay. Da bauen wir es hier hin. Ich glaube, das hat auch eine unendliche Reichweite, also über die ganze Map quasi. Dann könnte man hier vielleicht auch noch einen Verteidigungsturm hinbauen. Oder hier so. Aber wir haben gar nicht so viele Ressourcen, um den direkt fertig zu bauen. Na gut. Dann sei es so. Langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich würde sagen, wir bauen das noch schnell fertig. Danach beende ich auch die Aufnahme. Wir haben die To-Do-List von der letzten Folge abgearbeitet. Sogar noch ein bisschen mehr gemacht. Wir haben mehr Einwohner jetzt. Ein Krankenhaus, eine Bibliothek, eine Taverne. Ein Blacksmith, Charcoal, eine zweite Eisenmine, ja, ne? Festivalgelände, genau. Ja, ne? Krankenhaus habe ich gleich auch schon erwähnt, ist doch ganz gut. Achso, das ist schon das Höchste. Na gut, dann kommt darauf dann das. So. Lassen wir das noch fertig bauen. Gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Machen wir noch ein Festival. Happiness 77, eine Schnapszahl. Da auf ein Stückchen Bier. Prüster die. Oh, die Leute. Hier sterben die Leute, weil sie zu alt sind. Jedenfalls einer. Edward. Edward. Erstmal die Truhe öffnen. Nochmal. Voll die coole Animation. Also, wer sich das ausgedacht hat. Das ist schon nice. Da bauen wir halt hier auch noch eine zweite Ironmine dran, ne? Von nischt kommt nischt. Und hier drüben auch nochmal. Haben wir auch die Einwohner dafür.
sind auch 29 Arbeitslose. Na gut, jetzt nicht mehr, aber 24 noch. Also wir brauchen mehr Gebäude. Gut. Ja, dann wollte ich sagen, kümmern wir uns in der nächsten Folge wahrscheinlich noch ein bisschen, dass wir mehr Einwohner kriegen und... Ach, wir bauen hier noch eine Cottage, oder? Nee. Was anderes vielleicht für die Stadt? Church. Die ist teuer. Das kann, ja, kann man auch noch nicht bauen. Fürs Essen. Ein Bäcker. Wo ist denn da der Eingang? Okay, das ist die Rückseite. Das können wir denn so bauen. Ein Marktplatz. Ah, den will ich eigentlich jetzt nicht bauen. Aus Gründen, weil wegen ist halt so. Ja, ne? Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zugucken. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich speichere auch nochmal schnell ab. Oh, weit. So, sehr gut. Dann, wie gesagt, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.